Hallöchen ihr Lieben, wir machen heute mal eine, ich sag mal, einfache Osterkarte. Ich hatte mir ja hier diese kleinen Häschen schon mal vorbereitet. Da könnt ihr jeden Aufleger nehmen, den ihr habt. Dann habe ich mir aus dem Hexakonterpapier habe ich mir hier einen Aufleger ausgeschnitten. Für eine Karte, der ist 14,3 × 10. Und ich habe mir aus dem Actionblock, ich habe ja nur Actionpapier, einen Aufleger ausgeschnitten, der ein bisschen kleiner ist. Der ist 9 × 13,3 und habe mir hier unten links in die Ecke mit diesem Stempelset, das habe ich beim großen Amal bestellt, den Ostergruß hingestempelt. Und ich habe mir hier eine kleine Mattung gemacht, die ich geprägt habe für dieses Häschen. Da müsst ihr gucken, was ihr habt, habe ich einfach ein bisschen größer gemacht. Und geprägt muss aber nicht geprägt sein. So. Dann will ich hier noch so einen Streifen drauf machen. Ich mache mal den Aufleger zur Seite. Ich habe hier noch so einen Streifen. Ist der ein bisschen dick? Den mache ich mir ein bisschen kleiner, also ein bisschen schmaler. Da schneide ich mir einfach hier hinten ein Stück ab. So. Naja, viel dünner ist er auch nicht, aber egal. Wir haben ihn ein bisschen dünner gemacht. So. Den klebe ich jetzt hier einfach auf. Ich lege mir das mal hier gerade hin. Ein bisschen Kleber. So. Dann klebe ich das hier einfach so in die Mitte. Nach Möglichkeit gerade. Dann habe ich mir hier schon so ein Fähnchen ausgeschnitten aus dem Papier. Das will ich da auch noch aufbringen. Wie man so Fähnchen schneidet, wisst ihr ja. Also ich schneide einfach einmal in der Mitte hier ein und dann die beiden Flügelchen raus. Das klebe ich einfach hier oben hin. So. Sieht das doch schon mal gut aus. Jetzt schneide ich von hinten den Überstand hier ab. Zack. Und jetzt kommt die Mattung einfach in die Mitte geklebt. Bisschen Flüssigkleber drauf. Ein bisschen mehr, dadurch, dass ja diese Vertiefungen da sind von dem Prägen. So, ich guck mal, dass wir da nicht so doll an das Fähnchen kommen und dass der Gruß noch einigermaßen so. Ein bisschen andrücken. So. Häschen habe ich hinten schon so eine Klebedinger drauf gemacht. Den will ich nämlich mit ein bisschen Abstand aufkleben. Das Zeug klebt ganz furchtbar. So. Das klebe ich mir jetzt hier einigermaßen mittig auf. So. Ich habe mir hier noch drei Glitzersteine rausgesucht. Ich habe hier von
Wessen Kreativ, so einen ganz kleinen Mini-Stanzer. Da stanze ich mir hier noch ein paar Blümchen aus. Eins. Zwei. Und drei. Ich finde die so süß. Und das ist auch, ich habe davon noch größere. Und wenn man die so übereinander macht, das sieht wirklich hübsch aus. So, jetzt mache ich hier drei kleine Pünktchen hin. Irgendwas stimmt mit meinem Kleber nicht. Der zieht echt Fäden. So. Dann klebe ich die hier auf. Weil das sah da unten in der Ecke noch so ein bisschen nackig aus, sage ich mal. Und da kommen auch noch Glitzersteinchen mit rein. Ein bisschen Glitzer muss ja sein. So. Zwei und drei. Ich habe zwar hier schon die Blume ein bisschen beglitzert und das Puschelchen und das glänzt auch ein bisschen, aber zu Ostern kann es ruhig ein bisschen glitzern. Und so. Ja, so gefällt mir das. Dann hatte ich ja hier den Aufleger vorbereitet. Ja, was Helles. Zu Ostern sollte es fröhlich sein. Obwohl man hätte auch was Schönes Gelbes oder so. Ich finde ja auch Gelb und Orange und Grün zu Ostern schön. Aber die Häschen, die ich hier habe, die sind normal so blau, türkis und rosa. Und ich wollte die ja nun unbedingt benutzen. So, möchte ich aufkleben. Vorsichtig hier mit den Glitzersteinchen und den Blümchen. So, eine Grundkarte habe ich jetzt, doch habe ich auch schon vorbereitet, weil das werden Karten für die Behindertenwerkstatt, also für dieses behinderte Wohnen, betreute Wohnen. Da habe ich schon was vorbereitet. Warte, ich kann euch das mal zeigen. Was nehmen wir da? Rosa. Oder grün. Wo ist denn die, die ich schon vorbereitet habe? Das ist die hier. Hier. So. Ich möchte da drin überall so ein Hasi machen. Ich denke mal, da freuen die sich drüber, wenn da noch irgendwas passiert in dieser Karte. Und ich habe die Sachen schon vorbereitet, die Häschen, die Blümchen schon. Das habe ich schon vorbereitet. Und wenn ich dann den Aufleger dafür habe, brauche ich nur noch den Aufleger draufkleben. Und dann habe ich schon eine Karte fertig. So. Innen sollen sie alle gleich aussehen. Aber von außen sollen sie sich doch ein bisschen unterscheiden. So. Jetzt kommt das hier drauf. Bisschen dick durch den Hasi, der da in der Mitte drin ist. So, und wenn man das jetzt aufmacht, springt der Hase mit den Blümchen da raus. Und hier können die Betreuer noch einen kleinen Gruß hinschreiben. Vielleicht klebe ich hier auch noch irgendwas mit rein. Mal gucken. Aber zu bunt sollte es ja auch nicht werden. Jetzt passt es mit den Farben zwar irgendwie nicht zusammen, aber ich wollte die innen schon alle gleich haben. Nicht, dass sie sich streiten. Ich weiß nicht. So. Da habe ich schon noch drei andere Aufleger gemacht. Den Aufleger.
diesem Hasi. Den finde ich auch so süß. Dann mit dem. Und hier nochmal mit dem Hufeisen. Ja, das waren meine schnellen Osterkarten. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Und ich sage danke fürs Zusehen. Bleibt alle schön gesund. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Tschüss, eure Grobi. Tschüss.